So, ich bin wieder da. Ich hoffe, ihr seid auch wieder da, beziehungsweise ihr seid ja durchgehend am Zocken gewesen. Level 10. Ich weiß gar nicht mehr, was der Rekord war. Level 11 oder 12 oder so. Scheiße, wir haben Onyx gekriegt. Ja, ihr Lieben, dann starten wir direkt mit der ersten Pokémon-Verlosung, beziehungsweise Auktion. Wer ein Onyx sein möchte, gerne da Bescheid sagen, aber auch da die Chance relativ gering, dass es ins Team schafft. Hallo Kilvin und hallo Didi übrigens. Schön, dass ihr da seid. Oh, Didi möchte gerne ein Onyx sein. Sehe ich das richtig? jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Ich denke, wir werden jetzt schon einfach versuchen zu werfen. Ich glaube, der Didi war noch nie bei einer Pokémon-Auktion dabei. Schon ganz schön viel geboten. So, sind doch nur 2000 Punkte. Aber Onyx hat auch nicht besonders viel Chance, in Teams zu landen. Aber Onyx natürlich ein cooles Pokémon. Ich weiß auch gar nicht, ob es in diesem Teil, theoretisch müsste es hier auch Stalos geben, ne? Aber ich weiß gar nicht, wie man einen Onyx zu Stalos entwickeln würde. Also falls jemand da ist, der das sagen kann, gerne auch mal sagen. Stalos wäre ja vielleicht sogar tatsächlich auch wieder eine Option. Aber Onyx ist normalerweise jetzt nicht so das geilste Pokémon. Und dann würde ich sagen, wird das Onyx tatsächlich zu Didi. So, Onyx, eine Felsnatter. Es lebt gewöhnlich unter der Erde, während es sich mit 80 km/h durchs Erdreich bohrt. Sucht es nach Nahrung. Möchtest du Onyx einen Spitznamen geben? Yes! Musste mit Metallmantel oder so getauscht werden. Oh, das heißt, wir kommen auch keine Möglichkeit an Stalos zu kommen. Das ist ja ein bisschen doof. Hast du das jetzt gerade von deiner Madame in Erfahrung gebracht, Boomer? Oh, Macholo hätte ich halt viel lieber gehabt, ne? Sorry, Didi, aber Macholo wäre halt einfach ein geileres Pokémon gewesen. Möglich. Schöne Grüße an deine bessere Hälfte. So, schauen wir mal eben nach. Wer ist denn jetzt vorne? Kerstin ist vorne. Wir müssen auf jeden Fall hier Frank, Heidi, Dio noch ein bisschen nach vorne bringen. Meine Pokémon wollen kämpfen, los. Das sterbe ich wenigstens nicht. Da hast du recht. Da hast du natürlich recht. Pokémaniac Torben, Tragosso. Warum kannst du nicht tauschen, Grübel? Ja, weil ich habe einen Emulator-Zocker natürlich. Ich weiß halt gerade auch gar nicht, wie das vorgesehen ist in Nuzlocke, Boomer. Das müsste ich sonst noch mal in Erfahrung bringen. Aber es wäre natürlich, obwohl wir haben weder einen Kleinstein, wir haben auch noch kein Abra, wir haben auch kein Macholo gekriegt. Also diese ganzen Tausch-Pokémon haben wir bis jetzt auch noch nicht bekommen. Also jetzt wäre tatsächlich Onyx das Erste. Das ist so vorgesehen, wie du es spielen willst. Sonst ist das halt eine Conny-Nuzlocke. Ich weiß es tatsächlich gerade gar nicht, wie das normalerweise in einem Nuzlocke vorgesehen ist. Das müsste ich noch mal in Erfahrung bringen, aber da müsste ich auch schauen, wie man das mit den Tauschen anstellt. Und dann bräuchte ich ja irgendwie eine zweite Session, mit der ich das dann tausche. Also technisch ist das machbar. Nein, ich habe jetzt nicht zugehört. Nicht geguckt und zugehört vor allen Dingen. Bin nicht geguckt, was es ist. Schwierig. Ich glaube, das werden wir dann wohl eher kopfnussen müssen. Naja, Emulator zweimal öffnen, verbinden, zweimal das Safe öffnen, zwischen getauschen und fertig.
Ja, wäre möglich. Allerdings brauchen wir dann immer noch den Metallmantel. Und ich habe keine Ahnung, wo ich den in dieser Edition bekomme und wann. Also wenn man das Item wirklich braucht dafür. Aber das dauert 5 Jahre, bis Heidi den hier Fleck gemacht hat. Wir tauschen mal zu Frank rüber, der hat doch eine Unlichtattacke. Also ja, technisch ist das machbar, Boomer, aber ich habe auch keine Ahnung, wann wir Metallmantel hier kriegen. Das ist sehr effektiv. Hat er gut gemacht. So. Vielleicht mal auch ein fieses Vieh. Hätte ich auch gerne. Also generell alles, was irgendwie mit Psycho bei ist, ist schon eine nette Geschichte. Gibt es ja doch so einige typenübergreifende Psycho-Pokémon. Ich glaube, die Liste an anderen Typ mit Psycho ist größer als reine Psycho-Pokémon. Aber Kleinstein wäre auch geil gewesen, ey. Irgendwie haben wir in den Höhlen immer nur eher so die nicht so geilen Pokémon gekriegt. Zu gespoilert werden? Nein. Deswegen gibt es ja da unten auch diesen kleinen Tag mit keine Spoiler. Ja, ich glaube, es wird dann jetzt auch gleich Zeit, dass wir mal, dass wir dann tatsächlich auch mal den Schutz einsetzen. Geht mir nämlich jetzt schon auf den Keks. Die Encounterrate in den Höhlen ist einfach immer absolut unfassbar. Oh wow, das kann ich nicht mal auf Select legen. Das ist ja scheiße, ey. Das hier, großer Felsen, Pokémon können vielleicht zertrümmern. Okay, das ist neu. Das gab es in der ersten Edition nicht. Dass hier Felsen rumlagen, die man zertrümmern kann. Zu Hause zeichne ich gerne Pokémon. Noch eine Pokémaniac? Nicht so meine Lieblingstrainer. Die haben nämlich gerne mal so ein Fleckmon dabei. Nee, Chris. Also. Schwäche? Ne, weiß ich gar nicht. Käfer hat, glaube ich, keine Schwäche gegen Psycho, ne? Psycho gegen Käfer. Nein. Aber Dio hat halt auch nichts zum Kämpfen großartig. Ist ja eigentlich immer noch Heidi oder Ibitak, Heidi oder Frank die sinnvollste Wahl. Das sieht so komisch aus. Wenn Heidi eine Kopfnuss macht. Aber es schreckt die ganze Zeit zurück, das ist okay. So, vielleicht können wir da noch mal ein bisschen HP zurückholen. KP. Pokémon heißt ja KP. Ist denn die Jessie eigentlich noch da? Würde mich ja mal brennend interessieren und Niklas. Niklas und Jessie sind ja beide anscheinend sehr heiß auf Evoli. Würde mich mal interessieren, zu welchen Evoli sie am liebsten werden würden. Also momentan tendiere ich ja zu Blitzer oder Flamara. Also mit Heidi haben wir eigentlich schon ein ganz gutes, starkes Psycho-Pokémon. Deswegen wäre Psyana auf jeden Fall raus. Nach Tara wäre bestimmt cool, aber ich weiß halt nicht, wie das so... Das war, glaube ich, schon ein bisschen anstrengender, die zu entwickeln dahin. Der Blitzer ist halt auch ein krasses Angriffsmonster. Jessie nicht gerne Quana. Was war das jetzt für ein... Was war das jetzt? Ah! Ich drücke hier viel zu oft irgendwelche Tasten, während ich bei euch lese. Hab ich das gekriegt?
Kugelsaat. Hatten wir, glaube ich, schon. Ja, ich glaube, es war irgendein Tünnef. Okay, Jesse Flamara und Niklas sagt Blitzer. Also ich glaube, Flamara wird tatsächlich davon abhängig, ob wir ein Fukano bekommen. Dann hätte man noch einen Blitzer, wäre natürlich ganz geil, wenn wir noch ein starkes Blitz-Pokémon haben. Dann haben wir auch noch Garados in Reserve, irgendwann den Boomer. Dann hätten wir schon echt starke Pokémon. Sollte vor allen Dingen mal mehr lesen, welche Pokémon als nächstes kommen. Meine Schwester fand Aquana damals immer am tollsten. Konnte ich auch nicht nachvollziehen. Also ich glaube, ich fand Flamara eigentlich immer so am schickesten. Aber es ist halt auch immer so die Sache, was man so im Team gerade braucht, ne? Da ich das Interesse für Voltoball zurückgezogen habe, bekomme ich dann auch meine... Ja, 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 die kriegst du zurück. Moment. Lass mich mal kurz kicken. So, Didi haben wir abgeschlossen. So, die lehnen wir ab. Und die 100 von Boomer nehmen wir auch mal rein. So. Ich bin nach Tara und Psyana Fan. Ja, aber die waren irgendwie auch schwieriger zu entwickeln, das weiß ich noch. Au, er hat uns gekratzt. Ich bin gerade mal überlegen, wann wir denn das nächste Mal Safti begegnen. Ich glaube im Lavandia-Turm, ne? Bin ich mir gerade tatsächlich gar nicht sicher. Übrigens in der ersten Generation, also in der ersten Version dieses Spiels, war man in diesem Tunnel tatsächlich komplett dunkel. Man hat, glaube ich, nichts gesehen außer seine Spielfigur. Und als Kind hat man das ja auch ganz gerne mal gar nicht gewusst, dass man halt irgendwie Blitz braucht, um das hell zu machen. Und so sind meine Schwester und ich stundenlang durch diesen scheiß Felstunnel geirrt und haben versucht, da rauszukommen. Kannst du und Kerstin beide auf gleichem Level? Dann erstmal Kerstin. Ich weiß nur, dass ich das total ätzend als Kind fand. Ewig in diesen scheiß Tunnel da, wo du nichts siehst, durchgehen laufen. War man schon immer mal froh, wenn man irgendeinen Trainer getroffen hat, gegen den man kämpfen konnte, dann wusste man wenigstens, dass man da schon noch nicht war. Ich glaube, was man noch sehen konnte, waren so die Leitern. Nein. So waren du und deine Schwester wenigstens aufgeräumt. Was? Aufgeräumt? Inwiefern aufgeräumt? Ups. Ja, nicht so viele Möglichkeiten, gerade alle anderen mit zu leveln. So könnte man es natürlich machen. Dann nehmen wir mal den Frank rein. Hier sollte das eigentlich ganz gut lösen können.
Und mal getroffen. Weil ich glaube, ja, Flug war ja auch effektiv gegen Kampf, also hätte man auch Schnabel nehmen können. Ihr habt in der Zeit keinen Mist gemacht. Aufgeräumt. Also den Ausdruck habe ich so noch nie gehört. Aber ja, wir haben dann keinen Mist gemacht. Das stimmt schon. Wenn ich mich daran zurückerinnere, ey, da haben wir da gehockt vor so einer ewig kleinen Röhrenkiste und haben das dann da drauf gespielt. Ja, da müssen wir wechseln zu Kasukam mal wieder. Wir sind momentan auch echt gut gelevelt, so finde ich. Also 3-4 Level über den Trainern passt eigentlich gerade ganz gut. Mein Pokémon wird dich das fürchten lernen, ich glaube nicht. Ich glaube, der erzählt Blödsinn. Hat eigentlich jemand was von Safti gehört, ob der heute Abend streamt oder nicht? Glaub's ja nicht mit seiner Erkältung. Ja, Kerstin Level 25. Bin duschen, ja, bis gleich, Didi. Dann tauschen wir mal. Dieser Tunnel ist verdammt lang, das stimmt. Ganz vielen Encountern und Trainern. Los, Kasu! Nö, das kann Kasu jetzt durchziehen. Eben alle wegknallen. Es geht schon ganz ordentlich weg hier jetzt. Okay, aber Level 19 gegen 24 ist auch ein bisschen. Dann auch mit Schwäche. Wenn einfach nacheinander wegrasiert. So, mach Holo. Versuch mal den Zerschneider aus, wie gut das denn wohl funktioniert. Geht sogar. Nicht so schlecht der Zerschneider, haben die den auch gebufft? Gefühlt war der früher schlechter. Hallo, hallo, hallo Marshall, ich grüße dich. Wie geht's dir? Auch schon lange nichts mehr gehört. Schön, dass du da bist. So. Saug ihn aus, Kasu. Ein Volltreffer, sehr schön. Das ging schnell. Hm.
Nee, das lassen wir nochmal eben. Muss mal eben kurz was schauen. Okay, können wir gleich eigentlich auch nochmal den Chris ein bisschen leveln. Der hat ja den Doppelkick dabei. Ist natürlich auch nicht so schlecht gegen Gesteins-Pokémon. Kasu und Kerstin jetzt hier nicht zu krass hochleveln. Ja, ganz gut halt. Nicht so viel Zeit bei dir so. Ja, auch eigentlich alles ganz gut. So. Heute ein bisschen Pokémon spielen. Endlich mal wieder, dass wir das spielen können. Das geht ja auch ganz gut hier. Chris knallt die auch ganz gut weg. Eigentlich müssten wir Chris dann gleich auch mal gucken. Haben wir denn einen Mondstein dabei? Stimmt. Könnten wir eigentlich mal Chris entwickeln. Mondstein. Ja doch, haben wir schon zwei Stück. Chris, auf geht's. Mondstein wurde bei Chris verwendet. Ey, Chris entwickelt sich. Jetzt kommt das Monster. Oh, sieht er nicht cool aus? Oh mein Gott. Ja, Chris hat schon ein geiles Pokémon sich genommen, ne? So. Chris jetzt noch übler unterwegs. Wo ist denn jetzt der Schutz geblieben? Ja. Er möchte gern wie du, sollte etwas mehr Respekt zeigen. Ich zeige dir gar keinen Respekt. Dafür müsstest du es schon besiegen, damit ich dir Respekt zolle. Den Chris jetzt vorne? Nee, Kasu habe ich vorne. Ja. So. Und dann kann der Chris wieder ran. Kasu ist dann jetzt auch auf 26. Level Cap 29. Da dürfen wir nicht drüber kommen. Okay. So, Chris gegen Georok. Auch einfach ein geiles Pokémon, Georok, ne? Und vor allen Dingen Geowatz, naja. Lehmsula. War da irgendwie nur Elektrizität abschwächen, ja. Drauf geschissen. Das interessiert uns nicht. Ja, Chris dann auch Level 24. Das war ein Pokéball. Ein Fluchtseil, okay. Ja, ich hoffe, dass wir hier in letzten 1 durchkommen. Ehrlich gesagt, keine Lust, hier nochmal durchzulaufen. Zolle ihm Respekt dafür, genauso auszusehen wie alle anderen Trainer in der Höhle und den gleichen Pokémon zu haben. Ja. Scheiße, wo geht's lang? Hier nicht. Schutzweg nicht mehr. Ich dachte, es gibt hier vielleicht ein Item. So, welches Pokémon nehmen wir denn jetzt nach vorne? Frank, Heidi. Und Dio müssen wir tatsächlich mal irgendwie woanders leveln. Das ist hier nix. Frank kann relativ wenig kämpfen und Heidi und Dio noch weniger. Also Heidi schon, aber... Ja, es gibt bessere Orte, wo wir die beiden leveln können.
Oh, Heidi können wir demnächst in der Spielhalle auch ganz gut leveln. Giftstachel müsste doch eigentlich auch sehr gut sein gegen Pummeluff. Naja. Vielleicht machen wir doch lieber einen Doppelkick. Ja. Okay. Aber Pummeluff ist doch, glaube ich, Typ Fee, ne? Die hat ja auch Schwäche gegen Gift, aber Giftstachel ist doch so eine Billo-Attacke. Nö. Hauptsieg krieg Chris auch weggehauen. Oh, Sandwirbel. Was gibt's denn heute bei euch so Leckeres zu essen, ihr Lieben? Würde mich auch mal interessieren. Ich muss mir noch überlegen, was ich heute esse. Ja schon, Frank. Es ist nur ein Mauzi. Es ist nur ein Mauzi, das schaffst du. Bulgur mit Feta, Mais, Zwiebeln und Paprika. Das hört sich gut an. Wir haben nachher Jahreshauptversammlung von der Feuerwehr, also Schnitzel. Hab mir vorher eine große Box Supermarkt-Sushi gegönnt. Boah, bin ich ja gar kein Fan von. Das finde ich überhaupt nicht lecker. Ah, ich werde angeknabbert. Ja, ein bisschen. Alles gut, Frank. Du hast keine Federn verloren. Und heute Abend gönnen wir uns wohl noch ein Kilo Green Force Frikadellen. Ein Kilo? So ein ganzes Kilo? Green Force Frikadellen. Ich glaube, die habe ich noch nicht probiert. Wahrscheinlich auch schweineteuer, oder? Nö. Man muss immer gucken. Ich weiß gerade auch gar nicht, wo man die kriegt. Aber ich glaube, die habe ich noch nicht probiert. Was ist mit dir los? Wenn du so hoch oben in steinigen Gebirge bist wie hier, stellen Gerölllawinen eine Gefahr dar. Kannst du dir vorstellen, dass die Felsen auf den Kopf fallen? Das wäre doch einfach unvorstellbar schrecklich, hast du recht. Scheinst keine Angst zu haben. Soll ein Pokémon Steinhagel erlernen? ja. Chris könnte das lernen. Mal eben gucken. Steinhagel. 90 zu 75. Ah, oh, wäre natürlich schon mal was Geileres, ne? Eine Gesteinsattacke. Was meint der Chat? Für Giftstachel? Auf jeden Fall für Giftstachel. Schnabel behalten wir nochmal. Machen wir das? 7 Euro oder so fürs Kilo. Billiger als Rinderhack hier. Echt? Okay, das geht ja echt klar. Bei uns gibt es heute Pulled Mushrooms. Ich glaube, mit Odin muss ich mich nochmal über unterhalten. Den Steinhagel können wir ja später mal wieder woanders hinknallen, aber es ist halt schade, dass das keine 90er Genauigkeit hat, ne? Ich hasse es, wenn ich mich nicht drauf verlassen kann, dass die Attacken treffen. Aber eigentlich wäre eine Bodenattacke, wenn, fände ich, glaube ich, schon geiler. Mein Gestein macht natürlich auch gegen Feuer ist ganz geil, aber dafür hätten wir jetzt halt Doppelkick. Gegen Eis ist Gestein noch gut. Ja. So viel Eis hatten wir jetzt auch nicht. Gegen Flug, aber gegen Flug ist auch Kampf. Nee, Kampf nicht. Ja, okay. Also gegen Flug wäre das natürlich noch ganz geil. Und, ja gut, Käfer. Käfer-Pokémon können eh nix. Eis nicht.
bewahren wir uns vielleicht nochmal auf. Eigentlich ganz easy mit Auswandpilzen. Ach, jetzt habe ich falsch gedrückt. Austernpilze, hast du die gekauft oder züchtest du die selber? Oder hast du die gesucht? Oh Mann, ich will raus aus diesem blöden Dialog. Ja, ich habe Angst. Komm, lass mich in Ruhe. Merken wir uns, Steinhagel gibt's da. Top-Äther. Wir sind hier immer tatsächlich viel am Gucken wegen Austern Seitlingen, aber wir haben hier in der näheren Umgebung noch keine gefunden. Also die gibt es hier überall wohl angeblich, aber wir haben sie... den einzigen Stamm, den wir hier gefunden haben mit Austern Seitlingen, war halt 40 Kilometer entfernt. Suchen sollte inzwischen zu kalt sein, kauft aber selbst anziehen, echt schon gedacht. Ja... Sind wir für nächstes Jahr, haben wir uns das auch vorgenommen, die selber anzuziehen. Mit Pilzbübeln und dann in Holz rein. Was ist, Schutz suche ich, glaube ich, ne? Ich glaube, ich suche Schutz. Aber zu kalt? Nein, Odin. Also die findest du ja auch bei kalten Temperaturen, es darf nur nicht frieren. Dann sind die halt Matsche. Aber die wachsen auch bei sehr kalten Temperaturen noch tatsächlich. So Austernseitlinge findest du sogar bis in den Frühling rein. Hat er nicht sogar den... Ich meine, er hat sogar den Zunamen Winterpilz. Aber es friert doch. Also bei uns hat es noch nicht großartig gefroren. Zumindest nicht signifikant, dass alles im Sack ist. Hä? Muss jetzt auch dabei sein, ne? So ein bisschen anfrieren ist jetzt was anderes, als wenn das jetzt durchgefroren ist alles, ne? Nachts friert es hier immer. Bei uns hat es jetzt noch nicht so viel gefroren in letzter Zeit. Zu winzigen Grenzen. Also im Moment braucht man halt nicht mehr losgehen für irgendwelche Herbstpilze, ne? Maronen oder so, die sind dann halt total Matsche, aber Austernseitlinge. Würde ich schon gucken. Jetzt finden würde und die sehen gut aus und sind nicht komplett eingefroren, dann denke schon, dass ich die mitnehmen würde. Kommt halt auf den Zustand an. Aber die wachsen halt auch tatsächlich noch bei sehr kalten Temperaturen. So langsam müssen wir uns auch tatsächlich mal Gedanken machen, was ist mit... Was ist... Stopp, stopp! Oh Gott, ey. Jetzt habe ich lang... So ein bisschen... Das war kurz vor Angst, Pippi. Intensität auch böser Attacker, ey. Das kann auch richtig scheiße enden. Gerade gelesen, plus 2 ist wohl die untere Wohlfühltemperatur von dem. Ja, deswegen Winterpilz. Es war auch anscheinend in einigen Regionen Deutschlands so eine Tradition, dann auch wirklich bei kalten Temperaturen oder sogar im Schnee nach denen zu suchen. Aber bei uns leider bisher noch nicht gefunden, zumindest nicht direkt in der Nähe. Aber das stimmt mich eigentlich ganz hoffnungsvoll, dass das was wird hier mit dem Selbstanziehen. Unter 2 Grad sind hier schon oft gewesen. Aber was natürlich jetzt auch ganz gut noch geht, sind sowas wie Frostschnecklinge, ne? Oder sowas, die halt auch ein ja, natürliches Gefrierschutz haben. Einfach ein Monster, der Chris. Einfach ein Monster.
Der sieht auch sehr nach Monster aus, ne? Ja, wir wechseln mal zu Frank. Frank sollte das eigentlich auch ganz gut handeln mit Fleckmon. Aber Odin, jetzt erzähl mal, wie machst du denn Pullet Marshrooms mit den Austernseitlingen? Finde ich auch noch sehr interessant. Geht wahrscheinlich aber auch nur mit Pilzen, die schon sehr fleischig sind, ne? Und schon eher festeres Fleisch haben. Habe ich so nämlich auch noch nicht gegessen. Nö. So, Frank rasiert jetzt hier mal eben die Fleckmunds. Das kann auf jeden Fall gut. Der kleine Fleckmon-Schreck hier, der Frank. Bist du jetzt schon duschen gewesen, Didi, eigentlich? So schnell ging das? Warte, ich hole fix die Rasierklinge. Musst du dir von Kerstin abholen. Die hat da so ein paar. Noch ein paar Trainer hier. Komm mir im Dunkeln bloß nicht zu nah. Warum nicht? Nicht immer so ängstlich sein hier. Bin gerade dabei. Okay. Ja, die Austernpilze lassen sich prima in Streifen ziehen. Also im Prinzip alle in Streifen ziehen und dann das Ganze scharf anbraten, dann Barbecue-Soße dran und das Ganze einkochen. Cool. Ja, muss ich auch mal ausprobieren. Wie gesagt, wir werden die nächstes Jahr sehr wahrscheinlich hier mal selber ziehen. Weil wir sie einfach nicht finden. Das nervt uns ein bisschen. Oder halt einfach auch ein sehr cooler Pilz und so ein selber ziehen. Los, Heidi! Pipi! Mist, wer hatte denn nochmal Giftwolke? Keine Ahnung. Aber ich glaube, Heidi hat gegen Fee. Ich glaube, Psycho gegen Fee ist immer schlecht gewesen, oder? Nee, geht sogar. Normaler Schaden. Aber fress die Träume auf. Los, Heidi, friss sie. Und weg. Auch schon eine bösartige Attacke, ne? Ist ja schön am Pennen im Kampf und dann kommt er noch an und dann frisst er einfach die Träume weg. Eigentlich schon eine geile Attacke. So, wie sieht's aus? Chris? Welches Level hast du jetzt? 26. Den er jetzt so schnell aufgeholt. So, eigentlich müsste Heidi jetzt nochmal und Frank. Nehmen wir erstmal mal Frank nach vorne. Du bist jetzt Pokémon, lass uns kämpfen. Okay. Sind die eigentlich immer alle so erpicht darauf, mit mir zu kämpfen? Level 19. Das sollte der Frank hier ganz gut hinkriegen. Mies ist natürlich jetzt hier die Geschichte mit Ruckzuckhieb, ne? Er kriegt dann jedes Mal den Schaden ab noch. Und so langsam mache ich mir Sorgen, dass Frank vielleicht ein bisschen zu viel underlevelt ist. Zu wenig KP hat.
Supertrank. Autsch. Mach es bitte schnell kaputt, Frank. Die Nerven. Die kleinen Ratten. Nö, das kann Frank noch weitermachen. Mach's bitte direkt kaputt. Muss ich die noch heilen? Danke. Level 24. Hup, hup. Fenser. Ich glaube nicht, dass Knuffenser was hat, was Frank jetzt gerade irgendwie gefährlich werden könnte. Frank, der war doch, der liegt doch schon am Boden. Hättest du nicht nochmal eben nachtreten können? So, Ariana ist auch besiegt. Sehr schön. Dann geht's weiter. Ich glaube, wir sind aber auch gleich durch. Nachtreten als Ivitak. Hä, du hast auch Füße? Von mir aus kannst du auch nachbohren. Oder nachstechen. Oder beißen. Wie auch immer man das nennt bei dir. Eine Perle. Perle war auch zum Verkaufen, ne? Noch einiges hier zum Verkaufen drin, ne? Schönen Silberfunkel, sie ist von geringem Wert. Okay. Hallo. Bin wegen Pokémon hierher gekommen. Okay. Wolltest du mir sagen, du würdest keine Möglichkeit finden, nachzutreten als Ivitak, Frank? Hallo Frank, was ist der Phase bei dir? Kannst du das Vieh mal treffen? Es ist nur ein Mauzi. Hallo? Was? Ich glaube, Frank ist beleidigt oder so. Keine Ahnung. Mit einem Stelzen wäre es nicht effektiv. PC? Frank, bist du betrunken? Ich glaube auch. Keine Ahnung, was der da macht. Hallo, was ist mit ihm? Braucht sie irgendwie eine Fähigkeit oder so, dass den höheren Fluchtwert hat oder so? Keine Ahnung. Nein, wir wechseln nicht. Frank kann auch mal ein bisschen hier Rumpfurien schlagen. Da auch schon mal besser gemacht. Aber ich glaube, dann nehmen wir doch mal den Schnabel. Hm, geht doch. Ah, tatsächlich bräuchte Frank eigentlich mal eine bessere Flugattacke. Ich glaube, ich werde zum nächsten Mal auch so ein bisschen studieren, was noch so an Attacken kommen und worauf es Sinn macht zu warten oder nicht. Ich habe das halt noch nie so drauf. Noch nicht, das kommt erst heute Abend. Was kommt erst heute Abend? Mit dem Betrinken? stopp. Er hat halt versucht, mit den Füßen zu kämpfen und dann verfehlt. Meinst du? Wir haben aus die Körner von Frank in seinem Bauch mit einer Gärung begonnen. Auch eine Möglichkeit. Ihr habt schon ganz gute Ideen hier, ne? Ich merke das schon. Hä? Ich glaube, ich habe jetzt gerade irgendwie Blödsinn gemacht hier. Wollte gar nicht zu Heidi wechseln.
Egal. Das war mein innerer Instinkt, der gesagt hat, der ist zu betrunken, um weiter zu kämpfen. Bam. Sieht schon immer ein bisschen komisch aus, wenn Heidi den Kopf zurücknimmt für eine Kopfnuss. So. Oh. Der Frank ist ja noch vergiftet. Wir brauchen unbedingt mehr Gegengift wieder. Schubs geht nicht mehr. Auch das können wir noch bereinigen. Als wenn hier nichts ist. Komm schon, hier ist was. Ich riech das doch. Ich riech das. Hier ist irgendwo was. Ist irgendwo was versteckt. Mist. Okay. Vielleicht auch nichts versteckt. Oh, noch mehr Trainer. Ja, lass mal Frank mal vorne. Hat sich da einer verrochen? Vermutlich. Oder ich hab's nicht gefunden. Eigentlich lässt sich mein Spürsinn nicht im Regen stehen. Dun, dun, dun. Wer ist denn von euch morgen früh morgen Mittag um 12 Uhr dann da zur Premiere vom Multiplayer Let's Play auf YouTube? Freue mich da echt drauf, boah, das wird. Ah. Alles wird so schön. Schon was vor. Ja, du liest wahrscheinlich noch betrunken dann im Bett rum, ne? Weiß noch nicht, ob ich da schon wach bin. Was? Schon? Also bei Didi habe ich das jetzt erwartet, dass er morgen noch betrunken im Bett rumliegt. Ein Windstoß, das bringt nichts gegen Frank. Nee, da ist Aufrollen. Achso. Ich habe keine AP mehr dafür. Das ist aber scheiße. Ich versuche da zu sein über das Tablet. Ja, das habe ich mir schon gedacht, Jesse. Wäre natürlich auch cool, wenn du da wärst. Weiß nicht, der Boomer hatte. Ich glaube, Boomer hat sich auch noch nicht geäußert, ob er da ist. Wir werden sehen. So. Na, da müsste ich eigentlich jemand anderen vornehmen. Kerstin. Ich werde wohl da sein, nebenbei schon mal meinen Stream vorbereiten. Stimmt, wo hast du danach Stream? Wenn ich wieder mal bis 5 Uhr morgens zocke, dann wird das schwer, um 12 Uhr aufzustehen. Stimme ich zu. Das wird meistens nichts. Manchmal nimmt man sich sowas vor und dann wird das eh nichts. Nein. Na, oh, Kerstin. Etwas Zielwasser trinken muss die Kerstin. Zack, und alles wegrasiert. Aber Didi, sag mal, schaffst du das überhaupt mit dem Aufräumen? Wenn du heute Abend so betrunken bist. Haha, Nanabeere. Ich habe doch gesagt, ich habe hier was gerochen. Das ist eine Nanabeere. Kannst du ein Pulver gemahlen werden, um Medizin herzustellen? Aha.
Also diese ganzen Beeren gab es ursprünglich hier auch nicht. Hier ist immer ein Kollege. Ah, die Bergluft ist so wunderbar. Ich riech nichts. Nur die Beere, jetzt habe ich keinen Geruch mehr in der Nase. Los, Kerstin! Rasier sie weg! Vielleicht fängt die Betrunkenen schon mal an mit Aufräumen, dann geht das auf jeden Fall schief. Jetzt geht das auf keinen Fall schief, stimmt. Da trotzdem 7 Stunden. Ja. Das ist eher auch so meistens was, worauf ich so gar keinen Bock habe. Am nächsten Tag dann direkt aufzuräumen, ist immer so, massig. Wie die Pest. Macht dann meistens eher so einen schönen Gammelsonntag. Also bis 19 Uhr. Weiß nicht, seit geraumer Zeit bin ich dann abends dann am Sonntag doch noch irgendwas anderes am machen. Meine Wohlfühlzeit liegt aber zwischen 8 bis 9 Stunden Schlaf. Das hält sich bei mir in Grenzen, also. Und so genau gucke ich da gar nicht nach. Also mal sind 7, mal 8, mal 9. Keine Ahnung. Heute habe ich auch tatsächlich 1 Stunde länger geschlafen, als ich wollte. Kasu könnten wir demnächst eigentlich auch schon entwickeln. Die Frage ist, welche Attacken die noch lernt. Weiß ich nicht, wann das so sinnig ist, die zu entwickeln. Das muss ich mal bis zum nächsten Mal alles in Erfahrung bringen, was irgendwie Sinn macht und was nicht. Keine Ahnung. Weiß nicht, ob das viel Konfusion hat. Aber bestimmt. Jetzt macht Aquaknarre. KI ist wieder on top hier. Das ist sehr effektiv, sehr schön. Schön wäre, wenn wir wirklich einen Fukano finden würden, ey. Dann hätte ich nochmal ein geiles Pokémon für gegen die Pflanzenarena, wobei ich nicht weiß, ob der schon ordentlichen Feuerattacke hat. Hier ist diese gruselige Musik vom Lavandia-Turm. Irgendwas hat das nochmal auf den Hacken gehabt mit der Musik. Irgendwas war da mit den Japan. Wie war das denn nochmal? Repair in Valheim ist immer kostenlos, soll nur dazu führen, dass du zu einer Werkstatt. Ja, genau. Mr. Fuji ist nicht zu Hause. Wohin mag er gegangen sein? Das hier ist Mr. Fujis Haus. Er ist sehr fürsorglich. Er kümmert sich um ausgesetzte und verwaiste Pokémon. Die sind so putzig. Pokémon sind wunderbare Schmusetiere. Ist das ein Anton? Anton, Quaka. So. Creepy Musik. Ich hasse dieses furchtbare Team Rocket. Die arme Mutter des Tragosso. Sie konnte dem Team Rocket nicht entkommen. Tragosso. Meine Regierung rennt auch gerade mit einem Shiny Anton in Purpur herum. Hallo, ich bin der offizielle Namenbewerter. Soll ich die Spitznamen deiner Pokémon bewerten?
Was ist das denn? Ja, bitte. Für welches Pokémon soll ich den Kosenamen bewerten? Fang an bei Heidi. Der Spitzname ist Heidi, oder? Ein schöner Name. Gefällt er dir noch immer oder möchtest du ihn ändern? Nein, ich möchte ihn nicht ändern. Ich verstehe. Komm, mich wieder besuchen. Es ist ja einfach nur zum Namen umbenennen wahrscheinlich. Oder sagt er sagt wahrscheinlich jedes Mal ein wunderschöner Name. Der Spitzname ist Kerstin, oder? Ein schöner Name. Gefällt er dir noch immer oder möchtest du ihn ändern? Ich glaube nicht. Kriege ich Ärger. Okay, hier kann man Pokémon umbenennen. Oh, ein Markt. Sehr gut. Hallo. So. Oh, Superbälle. Dann nehmen wir mal einen ganzen Arsch schon mit. Yes. So, Supertränke. Und ja. Beleber bringen uns nichts, die können wir nicht nutzen. Gegengift. Ich suche mit im dunklen Wald immer einen Steinturm, baue da eine kleine Base hin. So kann ich viel sammeln und dann mit einem Karren nach Hause fahren. Kann man machen. Fluchtseil, Superschutz. Hält 200 Schritte lang, schwach und wilde Pokémon ab. Können wir auch noch ein paar von gönnen. So, jetzt nicht so viel, weil wir haben noch jede Menge vor, gleich mit dem Geld. Wir können nämlich auch noch zocken. Sonderbonbon, Mini-Pilz. Der war, glaube ich, auch zum Verkaufen, oder? Zeilen, Aufwecker, Schutz, Äther, Mondstein, Eisheiler, X-Abwehr, Sternstaub. War der Sternstaub noch für irgendwas anderes nach? Kann das mal jemand googeln? Ewigstein, Beleber können wir auf jeden Fall verkaufen. Genau das gleiche ist mit Perle. Perle und Sternstaub. Ist das noch, macht man damit noch irgendwas anderes außer verkaufen? Wie viel kriegt man dafür überhaupt? So Sachen, die ich auch nie großartig nutze. Das Einzige, was ich mal zwischendurch genommen hatte, war X-Treffer oder so. Wenn die dann wieder 20 Mal Doppelteam oder so gemacht haben oder Sandwirbel. Okay, vielleicht kann das ja mal jemand in Erfahrung bringen, dann lasse ich es erstmal noch im Inventar. Lavandiator. Noch mehr creepy Musik. Ich bete für Pipi. Schluchz, ich kann nicht aufhören zu weinen. Bist du hier, um dein Mitgefühl auszudrücken? Sei gesegnet. Der Pokémon-Turm wurde in Andenken an verblichene Pokémon errichtet. Als Wertgegenstand erfüllt der Sternstaub keinen anderen Zweck als der Verkauf. Dankeschön, Zuckerwölkchen. Ich bin eine Exorzistin. Die Geister hier stiften Unruhe. Vulcano, warum hast du mich verlassen? Ich glaube, ich will nicht weitergehen. Da oben wartet nämlich Safti. Wir gehen zurück. Ich glaube, ich möchte dafür noch etwas mehr Erfahrung machen. Wir müssen vor allen Dingen in den Turm sowieso erst später rein. Also können wir das mit Safti auch später machen. So, Route 8. Wir haben auch vor allen Dingen hier auch noch Pokémon auf dem Weg. Aber hier unten geht es ja auch noch lang. Und da können wir vor allen Dingen auch noch mal, glaube ich, Kerstin und Kasu noch sogar sehr gut leveln. Müssen wir mal schauen. Perle das gleiche, okay. Was gab es hier oben? Meine Pokémon wurden in Pokémon-Turm zur letzten Ruhe gebettet. Ich gebe diese TM, ich benötige sie nicht länger. Und ihr Held TM 27. Rückkehr. Wandst du deine Pokémon gut, geben sie die Liebe zurück, indem sie sich im Kampf besonders anstrengen. Das möchte ich jetzt mal eben genauer lesen.
Rückkehr, eine normale Attacke. Angriff, dessen Kraft bei Freundschaft zum Trainer größer wird. Aber Freundschaft ist auch doch so ein Wert, den kann ich doch nicht mal nachgucken, oder? Angriff verteilt. Erfahrungspunkte. Oh, Kasu hat übrigens eine neue Fähigkeit bekommen. Chlorophyll innet bei Sonnenschein. Okay. Das müssen wir gleich nochmal bei den anderen nachgucken. Ich weiß gar nicht, ob sich die Fähigkeiten bei denen geändert haben. Chris Bericht. Wesen pfiffig. Hat weiterhin Giftdorn. Fun Fact: Sternsturm ist bis inklusive Gen Alpha Omega von hohem Wert. Danach ist er von geringem Wert. Also nach Spielbeschreibung. Ah ja. Frank ist übrigens immer noch kauzig und hat Adlerauge. Verhindert Verlust der Genauigkeit. Außer wenn er betrunken ist. Ich glaube, Furienschlag hat keine. Naja, Furienschlag hat eine 85er Genauigkeit. Das ist das Problem gewesen. Also einfach oft Pech gehabt. Aber es ist cool, dass Frank eigentlich immer trifft. Also abgesehen von, also ne, durch Genauigkeit halt trotzdem weiterhin genau trifft. So, Heidi hat sich noch nicht entwickelt. Da weiß ich auch gar nicht, wann sich Heidi entwickelt. Hat sich bei Kerstin denn noch was getan? Wesen ist sacht. Die sachte Kerstin. Notdünger. Erhöht Pflanzenattacken in der Not. Na ja, ja. Okay. Cool. Mir ist etwas ins Netz gegangen. Ich hoffe, der ist jetzt nicht saustark. Golini wird in Kampf geschickt. Kasu! Das Vieh kann Schnabel, das ist ein bisschen böse. Und Superschall. Los, saug es aus! Kasu ist verwirrt. Warum, Kasu? Ach, Kasu. Hör auf, dich immer selbst zu hauen. Oh, oh. Danke. Das ist sehr effektiv. Bei Quapsel bleibt Kasu drin, beim Goldini wäre jetzt rausgegangen. Waren wir dann doch zu heikel hier mit Hornattacke und Schnabel. Schön. Trifft das Ding jetzt viermal. Kasu ist nicht mehr verwirrt. Sehr gut. Kasu ist immer verwirrt. Ja, Kasu ist sehr oft verwirrt, das stimmt. Das sage ich hier, dass du das gesagt hast, Marshall. Wo wer weiß, vielleicht kommt Kasu auch heute noch vorbei, man weiß es nicht. Wenn ja, sage ich hier, dass du gesagt hast, dass sie immer verwirrt ist. Wieder eine kleine Petze. Die verpetzt mich ja auch immer. Überall. Ja, wir wechseln das Pokémon. Wohin wechseln wir denn? Heidi könnte mal weitermachen hier. Los, Heidi! Ding, ding, ding. Bam. Ich weiß, so eine Kopfnuss gegen das Horn tut bestimmt aber auch weh.
Oh! Und dieses Spiel, das macht mir manchmal mein Herz. Das macht mich fertig. Frank, dein Einsatz. Und diese Crits, ne, die sind auch echt bösartig in diesem Spiel. Habt ihr das gesehen, wie knapp das war? Einfach so ein random Goldini macht einfach hier fast Heidi platt. Da wäre Heidi fast in Freiheit gekommen. Geht so, ein HP ist knapp. Das sind aber auch nicht mal viel weit davon weg. Ja, wir machen jetzt hier auch nicht weiter. Das sind jetzt nur Wasser-Pokémon. Das heißt, ich kann hier nur großartig gut Kasu und Kerstin leveln. Und die sind schon relativ hoch vom Level her. Deswegen gehen wir jetzt weiter nach Prismania City. Lavandia-Turm können wir noch nicht weitermachen. Sind wir noch als mehr als 10% HP. Bist du sicher? Ist das noch? Moment. Mal knapp, oder? Ja, tatsächlich. Ich finde das knapp. Einstellig ist immer knapp. Einstellig ist immer knapp. Grundsätzlich. So. Das Problem ist, ich habe jetzt gerade so gar keinen Plan, was der Safti denn wohl für Pokémon haben könnte. Das macht mir ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, ich würde euch gerne zeigen, was passiert, wenn wir... Dann machen wir schon Safti. Was eigentlich hinter uns, ne? Ich habe jetzt keine Ahnung, was für ein Level der hat. Es wäre schon sinnvoll zu wissen, ob es Sinn macht, den früher oder später zu machen. Generell macht es eigentlich mehr Sinn, den später zu machen, dann ist die Chance, dass wir ihn wen verlieren, kleiner. Wir machen später. Mit Zweikel. Wenn ich schieben kann, dann mache ich es mir lieber später. So, auf geht's nach Prismania City und wir sind auf Route 8, bedeutet neue Pokémon. Ich guck mal eben kurz, was wir Route 8, haben wir auf Route 8 denn schon? Expand, Route 8. Wir können fangen ein Fukano. Oder ein Mauzi. So ein Scheiß. GG. Göre Gerda. Ja. So, wir wechseln mal rüber. Pipi. Frank hatte doch... Nee, stopp. Heidi. Heidi müsste doch... Da vertue ich mich jetzt gerade mit Kasu. Ja, Kasu ist das mit dem Unlichtattacke oder nee, mit Giftattacke. Giftwolke. War. Nee, Säure? Säure. Säure. Kasu hat Säure. Ach Heidi, trifft doch. Ist aber sehr schade, dass das Vieh sich immer selber trifft. Wir knallen das jetzt einfach weg. Einfach am Backpfeifen geben, das Mistvieh. Bibi.
So, jetzt gucken wir mal. Wie stark ist denn Säure gegen Pipi und Pummeluff und sowas? Feen. Feen. Ja. Geht wohl. Jetzt treffen wir das Kackvieh nicht mehr. Aber wir haben gerade gelernt, Frank trifft immer. Vorausgesetzt, er ist nicht wieder betrunken. Und Frank pennt. Ich hab da einen Aufwecker, oder? Frank ist aufgewacht. Yay! Pennt der Frank einfach ein, nicht zu fassen. Warum Frank? Pipi zieht alle Aufmerksamkeit auf sich. Die Attacke verstehe ich nicht. Ist das eher was für einen Doppelfight? Ach Mann! Boah, was ein Kackvieh. So. Dann gibt's jetzt einen Schnabel. Kombiniert mit Fluchtwert hoch ist das echt fies in Doppelfight. Ja. Das glaube ich schon. Warum ging jetzt eigentlich die Schnabelattacke auch daneben? Das verstehe ich nicht. Ach, stopp. Ich glaube, ich habe da was vertan. Ja. Und zwar, Franks Genauigkeit kann nicht gesenkt werden. Aber wenn der Gegner seinen Fluchtwert erhöht, hat das wahrscheinlich keinen Einfluss da auf diese Fähigkeit. Wenn nicht so gemein zu bieten. Bockabot! Komm schon, jetzt gib mir bitte einen Fukano, bitte. Sauber Blitzsäure Zerschneider. Okay. Das heißt, wir brauchen. Dio hat eine hohe Chance auf Einschläfern. Aber das kann natürlich auch richtig fies werden, wenn Dio eine Feuerattacke abbekommt. Andererseits sollte Dio eigentlich schneller sein als ein Fukano. Mit einem Mauzi für die Herausforderung in der Nutzlock. Immer diese lieben Zuschauer hier, ist unfassbar. Oh Mann! Es ist ein scheiß Mauzi. Ja, wer gerne ein Mauzi sein möchte, das wird wahrscheinlich niemals im Team auftauchen. Also ich finde, Zuckerwölkchen muss das Vieh jetzt nehmen. Du hast dir das gewünscht, also. Nimm es. Aber Level 20. Ich kann das vollkommen verstehen, wenn keiner Mauzi sein möchte. Au! Er schmeißt mit Geld. Wenn ich dafür nichts ausgeben muss, verzichte ich gerne auf andere Pokémon. Ja, 100 Kanalpunkte hast du ja wohl über, ansonsten halt nicht. So, nee, nicht Pokémon. Sondern einen Pokéball. Übrigens,
Die Pokémon, die dann tatsächlich keinen Spitznamen haben, die dürfen von mir aus auch gerne die YouTube-Zuschauer sich dann einverleiben. Also einfach kommentieren, wenn ihr gerne einen hättet. Und der Erste, der dann sagt, er hätte das gerne, dann wird das Pokémon einfach umbenannt. So, Mauzi. Er schläft den ganzen Tag. Nachts patrouilliert es sein Gebiet mit glühenden Augen. Willst du Mauzi einen Spitznamen geben? Nö, das möchte keiner haben. Jetzt habe ich einen Mauzi gekriegt, ey. Ist das eine Scheiße. Statt mit Fukano. Jetzt kommt das Fukano! Was ein arschiges Spiel heute. Ist das schon echt ein bisschen frech, ne? Finde ich echt gemein, muss ich sagen. Ich hätte gerne ein Fukano gehabt. Wo sind denn jetzt eigentlich so die Evoli haben Woller? Sind die noch da? Wir sind gleich in Prismania City. Ich bin ein weit herumgekommener Glücksspieler. So eine Herausforderung schon Spieler Rick. Ich lache mich gleich so schlopp, wenn Evoli hier für ein Apfel und ein Ei weggeht und Jesse und Niklas nicht da sind. Ich warte geduldig. Oh, das Vieh ist ganz schön stark. Vor allen Dingen habe ich hier gerade Dio am Start, die weder hochgelevelt ist, noch eine sinnvolle Konter gegen Fukano ist. Im Gegenteil. Plus 26. Nehmen wir Heidi. Los, Heidi, friss seine Träubende. Lecker. Ach, Kaffee, herrlich. Traum von Kugano wurde gefressen, sehr schön. Und Vulpix, da haben wir den zweiten. Und Vulpix kriegen wir in dieser Edition tatsächlich nicht. Oder irgendwer spielt das Spiel jetzt auch einfach mal und dann können wir ihn tauschen. Von Fußstrahl, schön, herrlich, liebe ich. Hat keinen Kaffee, aber Toffifee. White Chocolate. Was? Es gibt Toffifee mit weißer Schokolade? Auch schon ein bisschen mega geil, oder? Hätte ich jetzt eigentlich auch wohl gerne. Bei diesem Jahr, glaube ich. Also ich bin ja eindeutig Team Weiße Schokolade. Ziehe ich eigentlich immer normaler Schokolade vor. Ich liebe weiße Schokolade. Ja doch, Weißschokolade ist geiler als normale Schokolade. Ich denke, da gibt genug Leute, die mir zustimmen, oder? Bin gespannt, was jetzt kommt. Hat er nicht gesagt? Ich finde, weiße Schokolade ist die bessere Schokolade. Um zu gewinnen, benötigst du eine gute Strategie. Nein, ich brauche keine gute Strategie. Ich habe gute Pokémon. Slimer. Oh, Futter für Dio sogar. Stimmt. Ich habe Zartbitter liegen gelernt. Davon isst man nicht so viel. Gar nicht meins.
Ich möchte kurz anmerken, dass weiße Schokolade eigentlich keine Schokolade ist und so. Ich möchte kurz anmerken, Herr Boomer, dass weiße Schokolade mehr Anteil aus der Kakaobohne hat als normale Schokolade. So komisches Zeug, wo kein Kakaopulver dran ist, darf sich nicht mal Schoki nennen, finde ich. Wie gesagt, in weißer Schokolade ist... Genauso ist es. Kakaobutter allein reicht nicht, um es Schoki zu... Doch! Doch, doch, doch! Das stimmt bei unserer heutigen Schokolade. Also es ist mehr aus der Kakaobohne da drin, als in normaler Schoki. Ist nach Kakaoverordnung aber keine Schokolade. Das glaube ich so nicht. Das lese ich nochmal nach. Das lese ich nochmal nach. Das glaube ich so nicht. Wohl Kakaoverordnung, ja. Dann dürfte sie die normale Schokolade auch nicht mehr Schokolade nennen, wenn man bedenkt, wie wenig die da reinmachen. Ja, das ist ein anderes Thema. Ich finde es viel interessanter immer diese Kuchen oder so, die dann so eine, in Anführungsstrichen, Schokoladenglasur da drüber haben, wo nicht ein bisschen Schokolade drauf ist, sondern einfach nur so eine Fettglasur. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Verdammt. Heidi, mach das. Schleimer. Brauchst 35% Kakaotrockenmasse. Das kriegst du bei normaler Schoki meistens gerade so noch hin. Aber da zählt die Kakaobutter mit Sicherheit auch mit rein und dementsprechend ist es dann auch eine Schokolade. Ich werde mich da nochmal einlesen, Muma. Das lasse ich so nicht auf mir sitzen. Weiße Schokolade ist so bei 20-25%. Darf ich einen Link posten von Gesetze im Internet? Ganz gerne im Discord posten, Zuckerwölkchen, aber hier wirst du ohne weiteres jetzt keine Links posten können. Ansonsten bannt dich der Bot einfach so weg, frecherweise. Also da gerne mal alle Sachen so rund um den ganzen Smalltalk und so einfach reinballern. Oh Gott, sind hier noch elendig viele Trainer. Da ist die nächste Göre. Göre Leila. Da können wir mal gucken, was wir Dio jetzt mal ein bisschen leveln. Auch wenn ich nicht weiß, wie lange Dio jetzt noch... Obwohl Dio ja tatsächlich auch jetzt nicht so verkehrt wäre für die nächste Arena. Aber Dio können wir jetzt halt auch tatsächlich relativ gut bei... in der Spielhalle leveln. Und wahrscheinlich auch noch bei den Trainern vor der Arena. Hat der erste Hit gerade nicht gar keinen Schaden gemacht? Ich glaube, die Zahl hat sich nicht verändert. Es wird Pikachu. Möchtest du das Pokémon wechseln? Auf jeden Fall. So, wer hat keine Schwäche? Chris kann das erledigen. Los, Chris! Ja, jetzt zeigen wir der Göre Leila mal, wie einfach das ist, die zu besiegen. Oh. Jetzt ist Chris paralysiert. Ja, einfach immer unter Talk sowas setzen. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich bin immer so am Lesen links und dann in dem Moment habe ich dann einfach schon wieder weggedrückt hier. So ein Mist.
Genau, eigentlich immer hier durchgehend am Knöpfe drücken. Damit es ganz schnell weggeht hier. Mauzi. Lassen wir mal. Das kann Chris noch weiter erledigen. Boah, knallt er die hier weg, ey. Meine Güte. Schau, was du getan hast. Oh nein. Ich habe dich besiegt. Boah, wenn das kein Doppelfight ist, ne? Kraft von Zwillingen ist fantastisch. Wusstest du das? Eine Herausforderung von Zwillingen Nora und Joe. Ich mach die kaputt. Pipi und Pummeluff. Oh mein Gott, was ist das denn, ey? Oh, das ist ja mal die Hölle. Obwohl, ey, wir haben Heidi dabei. Es kann uns nichts passieren. Frank macht Furien Schlag auf Pummeluff. Knallen wir erstmal einen weg. Mal geaddet, damit du es auch später leicht findest, wenn es eine Diskussion gab. Alles gut. Habe ich jetzt doch auf Pipi. Achso, Pipi hat an. Pipi hat die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und mal getroffen. Okay, Pipi ist down. War wohl nicht so der Hit, sich die Aufmerksamkeit der beiden auf sich zu ziehen. Heidi und Frank in Doppelpack machen die einfach kaputt. dieses Doppelfight finde ich eigentlich echt cool. So viel mehr einbringen können hier in der Edition. Solange Pummeluff nicht anfängt zu singen, ist alles noch in Ordnung. Ja, Pipi hätte ja auch singen können. Die Schule macht Spaß. Nein. Pokémon zu trainieren, aber auch. Dann nehme ich lieber die Pokémon trainieren. Los, Heidi. Hau es weg. Irgendwie erwartet, dass Heidi das sofort schafft. Obwohl, ist auch schon Level 26. Lange her, dass wir ein Pokémon hatten, so bei einem Trainer, das höher gelevelt ist als wir. Ja, geh mal lieber zur Schule. So, Dio muss noch weiter gelevelt werden. Jetzt zu voll wieder zum Pokémon Center zu laufen. Ich mag alle Nidora sehr gern, deshalb sammle ich sie. Und vor allen Dingen ganz schön stark. Noch eine Göre. Göre Loretta. Okay. Aus denen sollte Dio relativ gut Kleinholz machen können. Der Vorteil ist ja gleich an der Pflanzenarena, dass die fast alle auch Typ Gift sind. Da bis auf Tangela sind die Pokémon aus der ersten Gen auch alle mit Typ Gift, also immer Pflanze Gift. Ich glaube, Tangela ist das einzige Pflanzen-Pokémon, was ein reines Pflanzen-Pokémon war. Weil ich nicht weiß, ob das so geblieben ist. Durch das Giftattribut haben natürlich alle Pokémon mit Psycho-Attacken eine ganz gute Attacke dagegen. Dann haben wir natürlich auch noch unsere Flugattacken, die auch ganz gut sind. Wir haben auch eigentlich gar keinen, der eine Schwäche hat gegen die.
Nee, glaube nicht. Also wir haben keine Schwäche und wir haben sehr viele Attacken auch, die Vorteile bringen. Dio versucht Wirbelwind zu lernen. Okay. Also früher war Wirbelwind ziemlich unnütz. Geht Gegner weg und beendet den Kampf in der Wildnis. Der ist ja voll furchtbar. Nein. Ja. Dio hat Wirbelwind nicht erlernt. Warum? Warum nur? Tadam. So, noch eine Göre. Mauzi ist so süß. Miau, miauz. Gar nicht. So süß ist Mauzi gar nicht. Wenn du ein Pokémon einschläfert, du dein Pokémon wechselst und mit anderen den Gegner besiegst, bekommt dann Dio auch Erfahrung? Ja klar. Also immer wenn ein Pokémon gegen eins gekämpft hat, bekommt es anteilig auch Erfahrungspunkte. Probier mal Raub aus. Wow. Ist ja super, dass das direkt wieder wach geworden ist. Was halt geil ist an Dio mit der Schimmerauge oder so, dass sie halt eine 100% Chance hat auf Einschläfer, ne? Oder auf Schlafbruder treffen. Ist schon sehr cool. Also Smetwo einfach auch ein cooles Pokémon, gerade am Anfang. Aber nachher leider, ja, hält halt nicht viel aus. Aber schön ist auch echt schnell. Treffsicherheit mit dem Schlafpuder ist mega. So, du schaffst es, Dio, komm. Knall das Vieh weg. Nö. Das letzte Mauzi wird die auch noch schaffen. Bin zuversichtlich. So, und wir haben jetzt ein Level Cap von Level 29. Und vielleicht machen wir gleich dann doch erst die Team Rocket Spielhalle. Aber da können wir tatsächlich noch echt gut Dio und auch Heidi leveln. Werden wieder viele Gift-Pokémon wahrscheinlich unterwegs sein. Und dann geht er doch ruckizucki da durch. Ich will jetzt aber hoffen, dass wir gleich in dem anderen Abschnitt noch ein Fukano bekommen. Das wäre ganz geil. So, war es das jetzt hier mit Trainern? Da ist ein Biker. Mach den Weg frei oder ich überfahre dich. Nee. Oh, der hat ein richtiges Motorrad. Hatten die früher nicht nur Fahrräder? Biker Camillo. Slimer. Sehr gut. Futter für Dio. Bam. Oh, das hat nicht so viel abgezogen, wie ich erhofft hatte. Ih, schlampert. Das hat sogar mehr wehgetan, als ich dachte. Das ist sehr effektiv. Nö, wir tauschen nicht. Aber, stopp. Wir nehmen auf jeden Fall mal einen Trank hier. Ich hasse diese Fluchtwert- und Genauigkeitsattacken, die sind so scheiße.
Nein! Es sind keine AP mehr für diese Attacke da. So ein Dreck. Du hast es drauf, Kiddy. Ja, so nämlich. Da ist noch einer. Das ist jetzt aber richtig. Hier sind ja überall noch welche. Ah, ich habe aber keine AP mehr. Auf Konfusion, das ist ja richtig scheiße. Muss man doch nochmal eben zurücklaufen. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit, kommen jederzeit wieder vorbei. Okay. So, der ist es nicht. Der ist es. So. Sagen, willst du nicht mit mir spielen? Mein Motorrad spielt verrückt. Was? Ist aber schlecht, da würde ich mich da nicht draufsetzen. Biker Carsten. Carsten ist unter die Biker gegangen? Was? Was ist denn da los? Fesche Frisur, der Carsten auch. So. Ein Stückchen Kaffee. Nee, das ist nicht so cool. Müssen wir Diogla erstmal wieder heilen. Nö. Ich hoffe, dass Diogla das noch hinkriegt hier. Okay, so langsam kriege ich ein bisschen Schiss. Wechsel mal rüber zu Heidi. Nee, ist mir zu heikel hier. Oh, eine meiner Lieblingsattacken. Hallo! Mann, ey, das nervt so hart. Bitte, jetzt triff, Hände, Heidi. Bitte, triff. Danke. Dann sind die beiden auch schon wieder halb down. Ciao, Carsten, du warst nervig. So, ein Gegengift. Ups. Auf. Dio. Dann Supertränke wieder. Zum Glück hat man genug Geld, um sich den ganzen Spaß hier mal zwischendurch zu leisten. Warum mal wieder zurücklaufen, ist halt auch sauätzend. Okay, die Spiele mögen beginnen. Alter Mann, was willst du von mir? Spieler Balthasar. Mal Schlafbruder. Ich glaube, Konfusion ist nicht so der Hit. Ich weiß nämlich jetzt gerade nicht, ob Quapsel schon Typ Psycho mit dabei ist. Sonst wäre Raub noch eine Alternative. Na, das geht. Weil ich auch nicht weiß, ob Quapsel bzw. Quappo. Quappo wird doch ein Kampftyp, ne? Dann ist gar keiner von denen, glaube ich. Psycho.
Nee, hab ich mich vertan. Die können halt alle hypnotisieren, aber Psycho sind die, glaube ich, nicht. Nö, das kriegt Dio hin. Haupt macht so auch gut Schaden. Gar nicht erwartet. Es liegt schon am Boden, Dio. Du musst nur noch mal nachtreten. Und verputz sie jetzt. Ja, das ist schon geil, dass die Dio immer trifft damit, ey. Das ist schon sehr, sehr cool. Vielleicht verputzt sie jetzt schon Typ Kampf. Nein. Wie ist das eigentlich mit der Musik? Ist sie schon nervig geworden? So, ich glaube, dann haben wir es doch jetzt, oder? Oder müssen wir den auch noch? Den müssen wir auch noch. Du weißt viel über Poco noch. Wie sieht es mit der Chemie aus? Ja, da weiß ich auch einiges zu. Ich mache die Musik in Spielen grundsätzlich aus. Was? Nee, ich nicht. Gibt schon gute Musik. Man kann natürlich jetzt auch sagen, Pokémon ist vielleicht auch ein bisschen eintönig in Musik so, aber ich weiß. Also ich finde, es geht schlimmer. Nein, 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 falsch. Auch noch so ein Angstgegner hier. Voltoball, Smogon, Elektroball, Smogmog. Diese ganzen Viecher, die sich hier in Luft jagen können. Jetzt sind dann echt so schon Attacken, wo ich dann denke so, oh, das muss echt nicht sein, ey. Und vorsichtig mit sein. Ja, da wechseln wir mal nach Chris. Ja. Ja, verträgt Stahl echt nicht so gut hier, so ein paar Kicks von dem lieben Chris. So, Smogon, da kann Dio weitermachen. Und Heidi können wir natürlich gleich auch mal wieder mit reinnehmen. Momentan, jetzt soll er auf jeden Fall wieder gut mit dem Leveln, dass wir da einen ordentlichen Durchschnitt kriegen. So, dann ist Heidi wieder dran. Ladevorgang. Was ist das für ein Scheiß? Du lädt sich auf. Attacke, die zwei Runden braucht, ist meistens nicht gut.
Ja, Traum gefressen. Geht's noch kopflos hinterher? Das wollte wohl auch Geschichte. Scanschmelze? Nee, nee, so schlimm ist dann doch nicht. Was war denn hier unten eigentlich? Auch schon eher so ein stumpfes Stückchen Land hier, ne? Hm, okay. Hier gibt's nichts zu holen. So. Wir sagen, auf nach Prismania City. Das große Einkaufszentrum in Prismania City hat eine riesige Auswahl. Ja. Das stimmt. Huch. Ein verschlafenes Pokémon ist in Prismania City aufgetaucht. Hm. Noch so eins. Hier muss doch was versteckt sein. Kann doch nicht wahr sein. Oh, wir können ein Pokémon fangen. Vielleicht. Okay, Dio ist vorne. Komm schon, jetzt gönn mir mal einen Fukano. Mirapla. Okay, Mirapla brauchen wir nicht. Haben wir schon. Jetzt gönn den scheiß Fukano. Mauzi haben wir auch schon. Oh Mann! Ich bin jetzt gerade auch nicht sicher, ob hier überhaupt Fukanos sind. Also früher waren hier Fukanos. Tausi. Okay, die... Die Hoffnung schwindet gerade. So, ich weiß nicht, auf welcher Route. Ich glaube, Route 7 sind wir denn jetzt, oder? Oder hat das jemand gesehen, auf welcher Route sie sind? 7, okay. Also, theoretisch sollte es hier eine Chance auf Fukano geben. Theoretisch. Da! Ein Fukano! Los, Dio! Schläfer's ein! Sehr schön hast du das gemacht. Jetzt bitte nicht töten. Bitte nicht töten. Übrigens hier. Ne? Start. Jesse, du willst ein Fukano sein? Also wer ein Fukano sein möchte, kann jetzt auf jeden Fall bei der Auktion mitmachen. Wir sind cool vor Evoli und du willst jetzt ein Fukano sein? Okay. Hier auch ein paar K reinhaue. Hallo? Boomer, du bist schon ein Pokémon. Oh, bitte mach nicht Brüller. Mach nicht Brüller. Okay, Marshall jetzt auch nochmal 1000 reinhauen. Sicher, dass Evoli kommt? Evoli kommt jetzt gleich, ja. Wenn wir es gleich Pause machen, dann gehen wir direkt in die... ins Evoli rein. Also Evoli ist safe, dass wir es kriegen. Marshall, du musst 100 mehr machen. Aber ob du auch ein Evoli kriegst, ist eine andere Sache. Okay, Fukano schläft tief und fest. Los, jetzt gönn! Ja, wir haben ein Fukano. Oh mein Gott, wir haben ein Fukano. Ein Wauwau. Oh Gott sei Dank.
Möchtest du gar nur einen Spitznamen geben? Ja, es soll Marshall sein. Herzlichen Glückwunsch und willkommen bei uns, Marshall. So, stopp. Wie kann ich das jetzt wieder? Ah, so, okay. Marshall. Eigentlich auch ein cooler Name für ein Vulcano. Marshall! So, Marshall wurde in die Pokébox übertragen. Ja, super. Okay, dann müssen wir gleich nochmal schauen, dass wir den Marshall auf jeden Fall noch ein bisschen trainieren. Wäre natürlich noch ein ganz geiles Pokémon gleich für die Arena. Ich weiß jetzt gar nicht, welches Level das war. Option noch beenden? Ja. Dankeschön, Kerstin. So, und dann gibt es natürlich die Punkte für Jesse zurück. Ablehnen. So, Marshall abgeschlossen. Ja, und dann machen wir jetzt eine kleine Pause gleich. Aber ich verabschiede natürlich nochmal wieder meine YouTube-Zuschauer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüssi.